Genau, das, so fangen wir nämlich an. Hier, so fangen wir an, pass auf. Jo Leute, was geht ab? Erstmal vielen herzlichen Dank für die ganzen... für die ganzen neuen Follower, fürs erste Video, YouTube-Video. Ich hoffe, es hat allen gefallen. War natürlich nur eine kleine Einleitung. Jetzt fängt es erst richtig an, dass ihr auch seht, was wir hier so zaubern. Vor allen Dingen unser kleiner lieber Helge hier, der ist schon wieder nur Scheiße baut. Also erschreckt euch nicht, das Video ist jetzt ein bisschen drüber. Wir machen jetzt nicht so viel Faxen, wie wir es vielleicht sonst immer machen. Aber Arbeit ist Arbeit, Spaß ist Spaß. Und wir wollten euch einfach mal anhand von so einem Zeitraffer zeigen, wie schnell oder beziehungsweise ihr könnt es schnell beobachten und sehen, wie das ganze Bild Motiventstehung ist. Tattoo-Entstehung, Motiventstehung und auch die ganze Geschichte vielleicht hinter dem Bild. Vielleicht ist das ganz interessant, das könnt ihr ja auch machen. Motiventstehung. Ja, Motiventstehung, so eine Scheiße. Also, dass das Motiv halt entstehen soll. Ich bin ja auch nicht nur Tätowierer, ich bin auch Künstler. Heute wollte ich euch mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit verschaffen und der gute Herr zu meiner Linken, der Dennis, bei dem geht es heute weiter. Da habe ich schon ein Bildchen angefangen. Und zwar machen wir jetzt gerade so ein kleines Projekt auf den Unterarm. Und heute ist die zweite Sitzung. Zwei. Und vielleicht könnt ihr mal gucken. So sieht das Ganze zum Schluss aus. Das habe ich mit Photoshop zusammengebaut. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und wir werden dann uns an diesen Part mit der Frau hier unten ranmachen. Und ein kleines Zeitraffer-Video laufen lassen, damit ihr mal in schneller Form seht, wie das Ganze abläuft. Und als erstes gehen wir jetzt zum Computer und dann zeige ich euch bei Photoshop, wie ich das zusammengebaut habe. Also, Dennis ist mit der Idee gekommen, dass er eigentlich irgendwas mit Rauch wollte und auch vor allem mit einer rauchenden Frau. Also kein 0815-Bild. Wir haben jetzt so ein bisschen was zusammengebaut, haben dann ein paar Ideen einfließen lassen und wir haben das ganz einfach so gemacht, indem wir auf Pinterest gegangen sind. Ist übrigens eine sehr geile Seite, um Vorlagen rauszufinden und haben dann dort Fotoposer. Du kannst da zum Beispiel, weil er wollte was mit einer Jalousie haben, dass vielleicht eine Frau vor einer Jalousie sitzt. Und das Gute bei Pinterest ist, wenn du Suchbegriffe eingibst, kommst du halt von einem in das andere Bild und kannst somit immer gute Ideen sammeln. Also klickst jetzt einfach auf ein Bild, wo eine Frau vor einer Jalousie ist und werden dir halt immer wieder andere Sachen angezeigt und somit kannst du gut stöbern und immer wieder auf was Neues kommen. Und über diese Prozedur haben wir diese Frau hier gefunden, die wir natürlich auch noch mal ein bisschen bearbeitet haben, haben die Sättigung verringert, haben sie in schwarz-grau sozusagen dargestellt. Ich habe auf jeden Fall einen ziemlich dünnen Bleistift genommen, weil durch die Jalousie haben wir hier diese 1000 Linien. Normalerweise sagt man ja auch immer, am besten kein Lineal nutzen und das frei aus der Hand, aber bei den ganzen Linien versuche ich schon so genau wie möglich zu arbeiten, deswegen muss ich hier ein Lineal einsetzen und das Ganze sieht auf jeden Fall durchgezeichnet so aus. Ich glaube, da könnt ihr nicht viel erkennen, aber für meine Information, die ich hier brauche, reicht das vollkommen aus, weil letztendlich lege ich das Bild daneben und habe mir nur meine Markierung gemacht, die ich so dafür benötige, um das genauso darzustellen. Dennis wollte auf jeden Fall noch den Instagram.com-Schriftzug mit dazu haben, ne? Muss der in negativ? Ja, der kommt auch mit dabei. So sah das auch vorher aus. Nur hier auf der Kopie habe ich nicht so viel erkannt. Da haben wir auch erstmal nur das erste Motiv durchgezeichnet. Ich habe mir das heute nochmal neu ausgedruckt mit einer viel besseren Sättigung und einem besseren Kontrast, damit ich auch die ganzen Tiefen genau erkenne. Und so lassen wir das auch entstehen. Dann wirkt das Bild immer sehr, sehr, sehr realistisch, wenn du wirklich super viel Kontrast hast. Das sieht man auch gleich an der Lippe. Die haben wir zum Beispiel pur schwarz gemacht und dann hier mit einem Hintergrund schattiert. Zwar auch dunkel, aber damit man immer verschiedene Tiefen, verschiedene Töne hat, dadurch kriegst du einen geilen Kontrast hin. Und das werde ich hier auch so machen, dass ich hier mit pur schwarz arbeite und die Schattierung relativ hell halte. Mein Lieber, bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Bis gleich.
Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben übrigens die ganzen Kommentare im letzten Video alle durchgelesen und die meisten Leute haben sich echt gewünscht, dass man mal vielleicht was von einem Cover-Up sieht, wie das Ganze entsteht, was man für Techniken dort am besten anwendet. Da ist übrigens hier unser Kameramann genau der Richtige. Wir haben nämlich überlegt, dass wir mit ihm eventuell was starten. Hat nämlich was ganz, ganz Böses. Und zwar hier unsere klassische George Clooney-Tätowierung. Nee, am besten mal, zeig doch meist mal. Das wird ein fettes Riesenprojekt, weil das Ganze ist einfach nur pur schwarz. Richtig, wie man sieht, ist es ein klassischer Skorpion. Richtig lang, ne? Also, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal zu unserer lieben Andrea rüberschauen und gucken, dass wir mit ihr einen Plan machen, wie man das am besten weglasert und was wir dann da drüber zaubern, weil René hat nämlich übrigens gar nichts dazu zu melden, weil wir das entscheiden, was er für Motive da drauf kriegt. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du einen Plan, was man. Eine Menge Waschmaschinen, Mixer, Haushaltsgeräte, die eventuell so Klassiker, oder eine Klassiker, würde ich genau, sagen. Genau, eine AEG. Ja, ich denke mal, zum Thema Cover-Up wird es so sein, dass es natürlich beim René etwas komplizierter wird und auch langwieriger. Also, es ist eine sehr, sehr, wie sagt man, eine sehr, sehr anstrengende und langwierige Arbeit ist. Und wir werden wahrscheinlich auch demnächst mal irgendjemanden finden, der sich bereit erklärt, etwas Kleineres zu covern, weil die meisten von euch ja irgendwelche Jugendsünden haben, die vielleicht nicht so groß sind, wo man dann vielleicht auch noch mal zeigt, wie sowas auch gecovert wird, sodass man später auch nichts mehr erkennen kann. Also Helge ist darauf spezialisiert, einfach schwarze Flächen auszufüllen. Das Ganze wird einfach schwarz gemacht. Ganz genau. Nein, wir gucken, wir machen das immer raffiniert. Deswegen ist es vielleicht von Vorteil, dass ihr seht, dass man nicht einfach nur das Motiv über das alte überklatscht, sondern ganz geschickt dran geht und versucht, vielleicht gibt keine Tipps, ihr müsst es einfach anschauen. Okay, definitiv nicht vergessen zu abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So könnt ihr nichts verpassen. Und ihr könnt natürlich alle unter dem Video kommentieren. Vielleicht habt ihr ja noch mal ganz andere Wünsche. Wir haben ja, wie gesagt, auf diese ganzen Kommentare jetzt auch reagiert und haben geschaut, dass die meisten gesagt haben, die haben Bock zu sehen, wie so ein Cover-Up entsteht. Ja, Helge. Ja, schreibt einfach, worauf ihr Bock habt. Wir werden versuchen, das irgendwie umzusetzen oder vielleicht auch doch nicht. Und wir machen, was wir wollen. Nein, Quatsch. Ja, nächste Sonntag kommt, zieht's euch rein. Samstagabend nicht so viel in Schädel gießen, ne, damit ihr auch Sonntag aufnahmefähig seid. Bis dann. Und abonnieren, nicht vergessen. Bis bald. Abonnieren und tätowieren. Bis nächsten Sonntag. Mein Name ist Vanessa Münstermann. Wahrscheinlich gibt es schon ein paar Leute, die von mir gehört haben. Das Säureopfer aus Hannover. Vanessas Geschichte ist ja schon vielen Leuten bekannt. Sie war ja auch schon unter anderem bei Stern TV und zig anderen Serien damit. Und viele haben davon berichtet. Ich finde, vielleicht ist es ganz cool, deswegen sind wir auch auf eine Bekannte von mir zugegangen, die drehen für ProSieben und das Ganze wird von ProSieben dann auch verfolgt und die berichten darüber. Wir wollen auf jeden Fall den Leuten und vor allen Dingen auch Normalos zeigen, dass man mit den Tattoos und unter anderem solchen Projekten auch Menschen helfen kann und sie wird dadurch ganz anders durchs Leben gehen. Und es ist nicht nur eine Gesichtstätowierung, sondern ein Covern von hässlichen Namen. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Tattoo ungemein, gerade im Januar. Ich glaube, 11.01. hoffe ich, dass der Termin steht. Und natürlich bin ich aufgeregt und es ist nicht, nicht normal, dass man sich im Gesicht tätowieren lässt.